Hallihallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Ark Survival Evolved. Wir hatten in der letzten Folge hier unseren Industriekocher aufgebaut und draußen die Wassertanks. Ich hatte hier auch mit S-Plus-Kreuzungsrohren die ganzen Sachen verbunden und wollte jetzt zwischendurch noch testen, ob das jetzt hier alles so stimmt. Und dann ist mir aufgefallen, dass hier ja im Kocher jetzt 1000 Wasser drin sind und so ein Tank 500 Wasser fasst. Da es geregnet hat, waren die voll und ich hatte hier Wasser gezogen. Und wenn ein Tank 500 hat und da jetzt 1000 drin sind, heißt das für mich, es funktioniert alles einwandfrei. Ja, und dann müssen wir halt immer gucken, wenn es regnet, scheinen die Tanks sich offensichtlich auch direkt voll zu füllen mit 500 Einheiten Wasser. Die kann ich dann hier alle rüberziehen und halt nach und nach füllt sich dann der Kocher auch mit Wasser und wir können ihn dann nutzen. Das heißt, es funktioniert wunderbar. Und wir können jetzt hier uns wieder dran machen, da dieses ganze Gebäude hier noch ein bisschen aufzuhübschen. Ja, als erstes würde ich mich mal da oben um das Dach kümmern. Das ist ja jetzt doch ein bisschen nicht mehr so schön, wenn wir kein Dach haben. Ich nehme hier dafür unsere Taya. Fliegen wir das Ganze nochmal an. Hat auch schon wieder 2 Level-Ups. Das geht immer recht schnell. So, also. Meine eine Idee war ja schon mal, hier einfach die Dächer rumzuschließen, dass die Spitze des der Schmelze rausguckt. Allerdings ist das halt nicht ganz mittig platziert und dann hätten wir doch noch ein Loch und ja, weiß ich nicht, ob das gut aussehen würde. Deswegen mache ich es dann wahrscheinlich doch als normales Dach drauf. Also hier so ein, ja, ich weiß nicht, ob wir ein Spitzdach direkt machen. Oder dann, ja, wie machen wir es denn? Also ganz Spitzdach wahrscheinlich nicht. Ich würde es dann wahrscheinlich so als halbes Spitzdach machen hier, dass es so ähnlich von der Form her aussieht wie der Küchenbereich. Das heißt also, ich bräuchte gucken wir mal, ich würde es aus Stein bauen. Das passt wohl insgesamt besser in das ganze, ins Gesamtbild, meiner Meinung nach. Ja, mittlerweile geht es wahrscheinlich schneller, wenn ich hier einfach immer nach den Sachen suchen würde. Also sloped Stonewall rechts, braucht man 2. Dann die S-Plus-Stone, Sloped Stonewall links brauchen wir 2. Dann brauchen wir die Sloped Steindecken. Und zwar werden wir dann insgesamt 6 Stück brauchen. 5. Für 5 gibt er mir die Ressourcen. Dann machen wir halt hier noch eine dann dazu. Okay. Dann werden wir nochmal 2 normale Steinwände brauchen. Wahrscheinlich haben wir auch noch in unserem Crafting-Schrank da noch genügend drin, aber da bin ich jetzt zu faul, die zu holen, gebe ich zu. Dann crafte ich die noch schnell nach. Und dann brauchen wir nochmal 3 normale Steindecken. Hole ich mir die Ressourcen auch noch herzu. So. Und dann müsste das eigentlich für unser Dach komplett reichen. Wenn ich mich jetzt nicht getäuscht habe oder verzählt habe. So, dann lege ich die rechten rechts in den Slot, die linken
Jetzt habe ich es natürlich verkehrt drum gemacht. Ah Gott, wie gesagt, schon beim letzten Mal. Es ist noch früh am Morgen. Mein Gehirn ist noch nicht ganz wach. So, also die Linken in den linken Slot, die Rechten in den rechten. Dann haben wir auch die Wände. Und dann setzt man die mal zuerst. Kann ich hier oben drauf landen? Das wäre eigentlich das Praktischste, wenn ich auf der Schmiede landen könnte, aber irgendwie geht das nicht. Jetzt, ja. Mach doch mal ein bisschen mit, Vögelchen. Okay. Also ich glaube, zum Bauen ist der Vogel jetzt doch nicht so geeignet, stelle ich gerade fest. Also wenn ich hier zum Beispiel die Bremse betätige, dann steigt er nämlich nach oben. Das ist dann vielleicht doch ein bisschen unpraktisch. Da werde ich dich doch parken müssen. Tut mir leid, Taya. Können Sie ja mal hier mit der Ente versuchen. Mit Palila. Aber die, na doch, die kann uns sogar tragen. Okay. Die lässt sich vielleicht auch leichter hier landen auf der, nee. Also auf diesem, auf der Schmelze will irgendwie keiner landen von den Vögeln. Na gut. So, also, probieren wir mal. Das ist hier sogar das richtige Dach. Komm, bis dahinter kommst du nicht. Schade. Ach so, hier haben wir natürlich das Problem, dass ich das aus Holz gebaut habe. Dann wäre es halt auch sinnvoll, da Holzwände dran zu machen. Hm? Okay. Müssen wir das nochmal schnell ändern. Holz, 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 Holz. Hier machen wir da noch zwei Holzwände. So. Okay. So. Achso, und auf der Seite haben wir es nicht aus Holz. Deswegen ist hier dann die Steinwand besser. Kein Problem. Kommt das dahin? Hier müssen wir tatsächlich noch ein Stück vorfliegen, um die Dinger platzieren zu können. So. Gar nicht so einfach hier in den Höhen zu bauen. Okay, super. Als nächstes. Eigentlich, wenn ich vielleicht das Dach hier drauf setze, kann ich dann dort oben landen und die Schrägdächer platzieren. Das müsste vielleicht auch nochmal besser gehen als andersrum. So. Genau. Und wenn ich jetzt da oben landen könnte. Nee. Müssen wir das nochmal ganz genau ansteuern hier. So, wunderbar. Jetzt die Schrägdächer und das Dach kann geschlossen werden. Wunderbar. Jetzt haben wir hier auch endlich das Dach drauf. Da ist das Gebäude auch nicht mehr so unfertig aussehend. Sehr gut. Hier steht das irgendwie ein bisschen über. Seht ihr das auch? Aber gut, das ist auf beiden Seiten so. Dann ist das ja okay. Weiß gar nicht, warum das jetzt so ist. Aber gut, macht jetzt nichts. Ist nicht so schlimm. Was mich halt immer noch so ein kleines bisschen irritiert, ist hier dieser Unterschied zwischen den Dacharten, dass das eine halt Stein ist und das aus Holz. Deswegen hatte ich hier mir auch noch mal was überlegt, was man machen könnte. Wir können ja hier in dem Wohnbereich auch noch mal wie so eine Terrasse draufsetzen. Das würde ich jetzt sogar mal noch vornehmen. Ist auch schon wieder ein Level up. So. Da muss ich nochmal in das Gebäude herein und dann müssen wir mal uns ansehen, wie wir das am
besten machen. Ja, da würde ich sagen, würde sich hier dieses Dach eigentlich dafür eignen. Ich überlege jetzt, baut man eine Treppe nach oben oder eine Leiter? Bei einer Treppe. Also vom Platz her wäre eine Treppe wahrscheinlich nicht so ideal. Ich habe aber auch schon mal überlegt, dass ich das hier komplett schließe und nur mit Türen arbeite, damit halt dieser etwas wohnlichere Bereich ordentlich abgetrennt ist von dem industriellen Bereich. Vielleicht mache ich das tatsächlich, dass ich das nochmal mehr abtrenne. So, da brauche ich davon nochmal zwei. Und von der Tür ein. Mit einer Tür natürlich. Da würde ich die Tür nämlich auf diese Seite setzen. Dann ist das auch genau gegenüber von der Eingangstür. Das war jetzt eher Zufall. Oder ich gebe einfach vor, es war Absicht. Ach so, das war jetzt verkehrt rum. Hier müssen wir gucken, dass wir das richtig rum dann draufsetzen. Muss ich mal schauen, dass ich das hier sehe, dass er das auf das Richtige setzt. Er snappt das nämlich dann oben immer an dem Dach an. Vielleicht ist es besser, wenn ich es von der Seite setze. Ah, er sucht sich immer den Snap-Punkt, den falschen aus. Das hat jetzt gepasst. Okay. Man muss da tatsächlich ein bisschen probieren, bis man das Richtige findet. Genau. So, dann ist der Teil hier abgetrennt. Dann kann ich hier aus diesem wohnlicheren Bereich, ne, dann sieht man nicht gleich auf den Industriebereichen. Da passt das doch. So, dann würde ich sagen, können wir doch eigentlich das vielleicht doch als Treppe machen. Das mal wie so einen Treppenaufgang nach oben setzen. Ich probiere das einfach mal aus. Ne, wenn es nicht gut aussieht, können wir es ja nochmal ändern. Dank S Plus ist das ja alles wieder aufhebbar. Dann gucken wir mal nach den Rampen. Und zwar die S Plus Variante, dann kann ich daraus wieder Treppen machen. Und damit das halt in das Wohnliche passt, mache ich das auch aus Holz. So, dann mache ich das hier so dran. Na, komm, komm, komm. So, und das müsste immer noch relativ gut aussehen hier hinten mit dem Teil. Mach mal hier Treppen draus. Okay. Ja, doch, eigentlich finde ich das so ganz in Ordnung. Und dann kommen wir dann nämlich hier hoch und können daraus wie so eine kleine Terrasse bauen. So, damit das hier unten aber dann halt bei schlechtem Wetter nicht reinregnet oder so, würde ich das dann hier auch als kleines Treppenhaus gestalten wollen. Das heißt, ich setze da auch noch mal ein bisschen was drauf. Und zwar habe ich auch schon eine Idee, wie man das am besten macht.
Und zwar nochmal zwei Holzwände. Die kommen. Das ist zwar nicht ganz ideal so, aber ich kann es. Doch, es müsste. Also, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Er hat jetzt wieder den Snap-Punkt von der Decke da genommen, von der Steindecke. Und dadurch ist das hier ein bisschen versetzt. Oh, das wird hier dann genauso sein. Das Problem ist halt, ich habe hier. Hier müsste eigentlich noch eine Decke sein, damit die Wand genauso auf dieselbe Stelle setzt, wie die Wände hier unten sind. Aber hier kann ich natürlich keine Decke hinsetzen, deswegen muss ich dann immer hier die daneben nutzen, um die Wand draufzusetzen. Und dann aber die nochmal drehen, damit die Innenseite auch innen bleibt vom Treppenhaus. Allerdings ist das dann halt hier so versetzt. Also ihr seht das, ne? Das ist eine kleine Lücke. Aber ich denke mal, das ist nicht ganz so schlimm. Also ich müsste das hier auch mal, wenn ich es jetzt hier einfach setze, dann ist innen und außen vertauscht, weil der halt, wie gesagt, den Bereich als Innenbereich ansieht, obwohl das dann unser Außenbereich sein soll. Ne? Ist dann also hier genau dasselbe Problem. Aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Okay. Und dann würde ich das auch wieder mit solchen Halb- oder Dreieckswänden machen. Brauchen wir einmal das. Das war jetzt das rechte und dann brauchen wir noch ein linkes. Und auch hier muss ich halt gucken. Ja, mit dem Dach ist es wiederum. Das ist ein kleines Problem, oder? Nee, so geht's. Okay, dann setze das auch genau so hin wie die Wand. Okay, gut. Haben wir. Und dann halt noch das Dach. Ceiling. Das hier passt ja schon mal dafür. Halt, das Problem ist dann auch, dass man halt an einer Stelle so ein kleines Loch hat, wenn man das so macht. Das ist eigentlich auch blöd, wenn ich mir das jetzt so überlege. Da habe ich dann immer dieses Loch. Ich könnte es natürlich auf dieser Seite hin auch aus Stein bauen. Weil da ja sowieso auf der Seite der Steinbereich ist, dass ich hier auf der Seite das einfach aus Stein baue. Denn der Vorteil aus den Steinwänden ist, die sehen innen und außen gleich aus. Das wäre doch mal noch eine Idee, das so zu machen. Jetzt setzt er das aber gleich wieder ganz falsch, hätte ich gedacht. Na gut, das kann natürlich jetzt immer noch sein, weil das hier halt noch die Lücke aufweist. Dass da das Loch dann daher kommt, dass hier dieses kleine Pipsel dieses Loch hier oben noch verursacht. Ist natürlich ein bisschen doof. Mit einer Hilfswand könnte es gehen, aber die dürfte ich dann nicht abreißen. Das ist natürlich ein bisschen kleines Problem. Also ich wollte ja schon sowas wie ein Treppenhaus machen, dass der Bereich hier dann auch gut. Na, also wenn ich das hier offen lasse, ist es ja doof.
Also ihr seht die Problematik, ja. Ich werde hier erstmal mein Geländer hinsetzen, wie ich das geplant habe, weil ich habe sonst Angst, dass ich hier irgendwann mal runterfalle. Reling. Die Frage ist, habe ich das S-Plus-Reling schon mal gelernt? Doch, Hammer. Ich nehme hier mal, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir brauchen. Ich mache mal 8. Könnte gerade so auch hinkommen. Dann setze ich das hier mal dran. Warum hat er denn das jetzt hier unten hingesetzt? Oh, hier kann man sogar eine Haarfold draus machen. Das ist ja auch interessant, das als Wand mal zu machen. Aber ich muss das mal aufheben. Der hat das nicht in die Höhe gesetzt, die er nutzen sollte. Aber der setzt es dann immer eins runter. Verstehe ich gar nicht. Warum macht er das denn? Ihr seht, er zeigt mir das in der Vorschau auf der richtigen Höhe an. Und dann doch irgendwie auf der falschen. Was hat er denn? Jetzt hat er's. Okay. Ja, wieder hier. Ah, jetzt hat er es auf der richtigen. Das ist ja merkwürdig. Irgendwie. Na gut. Ja, also wir brauchen definitiv mehr als 8. Die Frage ist halt, wie das aussehe, wenn ich das tatsächlich als Wand mal mache. Als halbe Wand. Oder ob das nicht doch besser aussieht mit dem Geländer. Ich gucke mir das mal schnell an. Von unten. Nee, ich glaube, mit Geländer gefällt es mir dann doch besser. Mit Geländer gefällt es mir doch besser. Ihr könnt mir ja auch mal eure Meinung sagen. Aber ich denke, mit dem Geländer finde ich es schöner. So, dann bräuchte ich da noch 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Dann machen wir hier oben die Fläche schon mal zu. Da seht ihr auch, was ich meinte mit Terrasse, dass man hier oben sich also auch noch in der Sonne baden kann, ein bisschen die Aussicht genießen kann. Und das lockert dann dieses Dach nämlich auch noch mal ein bisschen auf, wie ich finde. Jetzt hat er das wieder hier nach unten gesetzt. Ich weiß gar nicht, warum er das macht. So. Das jetzt doch hat er richtig gesetzt. Hier muss ich halt wieder gucken, dass es nicht auf das Steinfundament sitzt, sondern halt auf oder auf die Holzdecke soll das ja gesetzt werden. So. Okay. Ja, und dann ist halt wirklich nur noch die Überlegung, wie ich das hier mit dem Treppenhaus mache, weil das stört mich ja schon, dass das dann hier mit so einer Lücke im Dach ist. Weiß ich aber tatsächlich auch nicht, wie ich das umgehen kann. Oder wir sagen einfach, das ist egal, das stört uns jetzt nicht so sehr. Wenn man hier von unten guckt, ja, dann sieht man halt das Loch dort. Wir können ja, achso, das war, doch, das war ein Plus, das Plus-Ceiling. Wir können ja mal gucken, wie es aussieht, wenn wir tatsächlich innen und außen mal andersrum setzen. Ist vielleicht auch nicht ganz so verkehrt, wenn man das hier an der Stelle halt verkehrt rum sozusagen setzt. Dann ist wenigstens das Dach geschlossen und ob das jetzt hier innen und außen vertauscht, ist vielleicht auch nicht ganz so dramatisch, aber wir haben dann wenigstens kein Loch im Dach. Das ist dann vielleicht ein guter Kompromiss nochmal. Wenn man das so einfach macht.
Dach drauf. Und dann ist halt auch kein Loch mehr im Dach. Brauchen wir noch ein Holzschrägdach. Sloped. Ein Sloped Roof hätte ich gerne. Hier S+. So, und da haben wir das doch auch. Also man kann hier sogar drauflaufen. Würde ich vielleicht nicht unbedingt empfehlen, weil man dann immer noch runterfallen kann. Aber wir haben jetzt hier unsere kleine Terrasse. So, und da kann ich hier, ja, würde ich auch noch mal eine Tür hinbauen. Einfach, dass es wirklich ein abgeschlossener Raum dann auch ist. Oh, not enough resources to pull. Das ist ja interessant. Was fehlt uns denn da jetzt? Irgendwas fehlt uns jetzt, um hier noch die Tür zu bauen, aber da ist es halbwegs fertig. Ich glaube, es ist Fiber. Wir gucken uns das hier mal schnell an, wie das jetzt aussieht. Ich setze mich mal wieder auf Palila. Aber seht ihr, dann hat das Ganze nochmal einen anderen Touch. Dann stört das halt auch nicht, dass die Dächer so unterschiedlich sind. Und man kann hier oben, wie gesagt, dann auch nochmal so ein bisschen die Aussicht genießen, in der Sonne baden. Ja, und ob jetzt diese Holzwände da oben für das Treppenhaus jetzt innen und außen vertauscht haben, ist jetzt auch nicht ganz so schlimm, wie ich finde. Das gibt halt auch nochmal eine kleine Nuance im Aussehen. Gut. Ja, ich denke mal, damit bin ich zufrieden erstmal. Ich hoffe ja auch. Könnt mir das ja mal mitteilen, ob euch das gefällt oder ob ihr sagt, nee, doch nicht. Wie auch immer, wenn ihr auch irgendwie noch eine andere Idee habt, könnt ihr mir das gerne mitteilen. Ich gucke jetzt mal, welche Ressourcen fehlen. Ich gehe mal davon aus, dass es das Fiber sein wird. Nee, Fiber ist genug da. Vielleicht Thatch. Also Steine fehlen auch nicht. Doch, das Holz wahrscheinlich. Thatch haben wir. Holz wird uns ausgegangen sein. Ja, ist das Holz. Da muss ich wohl mal wieder eine Runde mit Erna ziehen. Halt. Leg mal das ab. Ja, und wenn ich hier so auf die Uhr gucke, werde ich halt die Folge gleich beenden. Zwischen den Aufnahmen, also jetzt hier danach, werde ich mit Erna losziehen, ein bisschen Holz sammeln. Erna hat auch ein Level up, kriegt sie natürlich auf Gewicht. Ja, und wie gesagt, ich werde ein bisschen Holz sammeln gehen und dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Folge machen, ob wir noch die Inneneinrichtung des Hauses machen oder ob wir uns erstmal wieder was anderem zuwenden, werde ich mir gleich überlegen. Ich gehe erstmal in Ruhe Holz sammeln. Bis zur nächsten Folge sage ich für heute erstmal wieder Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.